Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Wir melden uns heute vom ersten Spiel der Rivals-Saison. Es herrscht eine unglaubliche Stimmung. Alles bereit für ein echtes Fußballfest. Erstes Rivals-Spiel heute. Jetzt müssen Sie beweisen, dass Sie diese Saison Ihre großen Ziele erreichen können. Das ist die Aufstellung der Dragons. So beginnen die Gäste heute. Im Tor ist Mike Maignan. Bobby Moore spielt mit Ruben Dias in der Abwehr. Martin Ødegaard steht mit Rodri im Zentrum. Und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf zwei Angreifer. Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Ballgewinn, gefährliche Position. So, klasse Pass. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Rodri, Chance zur Führung. Donnarumma, ganz sicher. Heute wird hier wohl vieles von der Leitung. So, stopp, jetzt genau hinschauen. Sterling am Ball. Raheem Sterling mit dem Ballverlust. Er schießt. Gehalten. Super Szene von Donnarumma. Ecke kommt. Kopfball neben das Tor, war eigentlich kein schlechter Versuch. Trippier. Moore-Ball. Madison. Asensio. Da ist die Hereingabe. Der ist noch heiß. Nachschuss sitzt und ich glaube, das wird durchaus einige Vorwürfe geben. War keine gute Parade. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Jetzt Sterling. Er passt gut auf und hat den Ball. Und damit ist der Ball weg. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Ist es das? Erstmal geblockt. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Trippier. Flanke kommt in den 16er. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Balleroberung. Ah, klasse Pass. Abgefangen, gut gemacht. So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen sie, wo sind die und Tor! Alles wieder offen! Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann alleine gegen zwei, da bist du machtlos. Da war nichts mehr zu machen. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Trippier. Asensio. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Ecke kommt in die Mitte. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Klasse gemacht, stark geblockt. Er hat den Ball, aber schwierige Situation. Den Ball entschärft er ganz locker.
Marcos Llorente. Sie suchen die Lücke. Aber dann verlieren sie den Ball. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Balleroberung. Konstantinos Tsimikas. Jetzt kann der Konter kommen. Tja, Chance zum Konter war da, aber dann dieser Ballverlust. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Was für eine Parade! Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper? Sensationell! So, Ecke kommt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ein wahnsinnig enges Spiel hier, Chancen auf beiden Seiten. Klasse! Dicke Chancen! Immer wieder Gefahr vor den Toren. Das ist ein Spiel, das keinen enttäuscht. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Abwehr kann erstmal durchatmen. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Der Konter läuft. Konter sah gut aus, aber dann ist der Ball am Ende doch weg. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Jetzt kann das Tor fallen. Super gemacht, er macht sein nächstes Tor. Nummer 2 am heutigen Tage, er zeigt, wie torgefährlich er ist. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen, ist eine tolle Technik. Drin ist der Ball, unhaltbar. Noch hoffen die Dragons auf die Wende in diesem Spiel. Wir gehen rein in Durchgang 2. Knapper Rückstand aktuell für die Dragons. Erstmal hier der Ballverlust. Llorente. Pass kommt gut. Stark! Das war's mit der Chance. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Gabriel Martinelli. Chance für Gabriel Martinelli. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ecke kommt in die Mitte. Gutes Timing vom Torhüter. Ødegaard. Wird's jetzt gefährlich. Und sie verlieren den Ball dann doch. Asensio. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Die Fans geben alles. Die wollen den Ausgleich. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Gewinnt dieses Duell. Ganz energisch. Martin Ødegaard. Er macht das Tor und bringt sie hier mit 2 Toren in Führung. Klasse durchgesetzt und dann profitiert er hier natürlich von seiner Schnelligkeit. Und der Abschluss passt auf. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Fängt diesen Ball ab. Ball noch im Spiel. Stark gemacht.
Flanke jetzt. Ja, klasse Chance jetzt. Eigentor. Ja, auch das kann passieren. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Nun Eriksen. Guter Vorstoß. Steilpass Martin Ødegaard. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Jetzt kommt der Wechsel. Christian Eriksen. Ecke in die Mitte. Ecke landet beim Gegner. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Asensio. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Platz zum Kontern. Oh, das könnte was werden. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Bisschen zu weit dieser Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ballgewinn hier. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Da ist das Pressing erfolgreich. Osimhen. Ja, abseits. Es gibt einen Wechsel. Gabriel Martinelli. Victor Osimhen, jetzt der Ball. Das macht er gut. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Und nun Eriksen. Sie können es machen. Kann den Ball halten. Schön gehechtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Es wird gewechselt. Der Befreiungsschlag nach dieser Ecke. Und jetzt bekommen sie die Chance. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Der Zweikampf von Jonathan Tah. Llorente. Die Chance jetzt. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Madison. Sie holt sich den Ball. Ball kommt gut, aber er ist da, macht er ganz sicher. Ball kommt lang. Da geht er hin zum Ball. Gut gemacht bei diesem Eckschuss. Da ist die Chance. Stark vom Torhüter. Eriksen. Damit ist dieses Spiel hier heute beendet und der Sieg geht.